Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Nummer 1. Ich will morgen grillen. Kommst du auch? Ja, gern. Ich muss bis 19 Uhr arbeiten. Aber dann komme ich gern. Wo willst du denn grillen? Auf deinem Balkon? Nein, da darf ich nicht grillen. Meine Nachbarn sind etwas komisch. Wir grillen am See. Schön. Ich will morgen grillen. Kommst du auch? Ja, gern. Ich muss bis 19 Uhr arbeiten. Aber dann komme ich gern. Wo willst du denn grillen? Auf deinem Balkon? Nein, da darf ich nicht grillen. Meine Nachbarn sind etwas komisch. Wir grillen am See. Schön. Nummer 2. Sie haben ein Sandwich mit Salat und Tee. Macht zusammen 7 Euro. Wie bitte? 7 Euro. Aber ein Sandwich mit Salat kostet 3,80 Euro und ein Tee kostet 2,20 Euro. Das sind zusammen 6 Euro. Oh, Entschuldigung. 6 Euro natürlich. Sie haben ein Sandwich mit Salat und Tee. Macht zusammen 7 Euro. Wie bitte? 7 Euro. Aber ein Sandwich mit Salat kostet 3,80 Euro und ein Tee kostet 2,20 Euro. Das sind zusammen 6 Euro. Oh, Entschuldigung, 6 Euro natürlich. Nummer 3.
Abend, Helmut. Hallo, Petra. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Ach, schlecht. Gehen wir ein Bier trinken? Wie spät ist es denn? 21:45. Gut, gehen wir. Aber um 11 gehe ich schlafen. Okay. Guten Abend, Helmut. Hallo, Petra. Wie geht es dir? Gut. Und dir? Ach, schlecht. Gehen wir ein Bier trinken? Wie spät ist es denn? 21:45. Gut, gehen wir. Aber um 11 gehe ich schlafen. Okay. Nummer 4. Hallo, Gabi. Hallo, Sarah. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. Hallo, Gabi. Hallo, Sarah. Wie geht es dir? Danke, sehr gut. Ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite als Journalistin bei der Abendpost. Und du? Was machst du? Ach, mir geht es schlecht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich finde keine Arbeit. Ich suche und suche. Aber im Moment ist es schwierig. Das tut mir leid. Du, ich gehe jetzt in die Nationalgalerie. Da ist eine Ausstellung. Kommst du mit? Einverstanden. Und nachher gehen wir noch ins Kino. Hast du Lust? Ja, natürlich. Im Sony Center läuft sicher ein Film. Nummer 5. Guten Tag, bitte. Guten Tag, mein Name ist Lasek. Lasek, Moment bitte. Entschuldigung, wie schreibt man das? Mit HL am Anfang. Ach, hier, Lasek Milena. Ein Einzelzimmer, 3 Nächte. Stimmt das, Frau Lasek? Richtig. Bitte hier unterschreiben. Und das ist der Schlüssel. Sie haben Zimmer 12. Frühstück gibt es von 7 bis 10 Uhr. Danke. Guten Tag, bitte. Guten Tag, mein Name ist Lasek. Lasek, Moment bitte. Entschuldigung, wie schreibt man das? Mit HL am Anfang. Ach, hier, Lasek Milena. Ein Einzelzimmer, 3 Nächte. Stimmt das, Frau Lasek? Richtig. Bitte hier unterschreiben. Und das ist der Schlüssel. Sie haben Zimmer 12. Frühstück gibt es von 7 bis 10 Uhr.
Danke. Nummer 6. Hallo, Franz. Hast du Zeit? Nur 3, 4 Fragen. Ja, ist okay. Danke. Franz, du bist der Sänger. Wie lange singst du schon? 20 Jahre. Spielst du auch ein Instrument? Ja, natürlich. Was spielst du? Ich spiele Gitarre. Wie alt bist du und woher kommst du? Ich bin 35 und ich komme aus Genf in der Schweiz. Noch eine Frage. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch. Hallo, Franz. Hast du Zeit? Nur 3, 4 Fragen. Ja, ist okay. Danke. Franz, du bist der Sänger. Wie lange singst du schon? 20 Jahre. Spielst du auch ein Instrument? Ja, natürlich. Was spielst du? Ich spiele Gitarre. Wie alt bist du und woher kommst du? Ich bin 35 und ich komme aus Genf in der Schweiz. Noch eine Frage. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Achtung! Eine wichtige Durchsage. Wegen Bauarbeiten fährt der Bus Nummer 58 am Montag, den 15.06. nur bis zur Haltestelle Ostbahnhof. Bitte steigen Sie am Ostbahnhof zur Weiterfahrt in die U5 um. Nummer 8. Eine wichtige Durchsage für alle Reisenden nach Hamburg. Der Intercity Express 245 von Basel nach Hamburg, Abfahrt 13.27 Uhr über Köln, Düsseldorf, Essen, fährt heute ausnahmsweise von Gleis 11 ab. Ich wiederhole. Der Intercity Express von Basel nach Hamburg fährt heute von Gleis 11. Musik
Nummer 9. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Der Flug Nummer 243 nach London Gatwick ist nun zum Einsteigen bereit. Und noch eine Information für die Passagiere von Flug Nummer 134 nach Manchester. Ihr Abflug verspätet sich um 50 Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 10. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Hannover. Leider hat unser Zug zurzeit 25 Minuten Verspätung. In Hannover haben Sie Anschluss nach Bielefeld und Dortmund, Abfahrt 15.20 Uhr auf Gleis 2. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Tina, hier ist Marion. Kannst du mich bitte zurückrufen? Ich habe eine Frage. Hallo Tina, hier ist Marion. Kannst du mich bitte zurückrufen? Ich habe eine Frage. Nummer 12. Guten Tag, Herr Kowalski. Heute ist Montag, der 30. Mai. Sie haben einen Termin zur Untersuchung morgen, am Dienstag. Leider müssen wir diesen Termin verschieben. Dr. Schneider ist krank geworden. Können Sie am Mittwoch, den 1. Juni, kommen? Vielen Dank. Guten Tag, Herr Kowalski. Heute ist Montag, der 30. Mai. Sie haben einen Termin zur Untersuchung morgen, am Dienstag. Leider müssen wir diesen Termin verschieben. Dr. Schneider ist krank geworden. Können Sie am Mittwoch, den 1. Juni, kommen? Vielen Dank. Nummer 13. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Wallmann. Unsere Praxis ist zurzeit geschlossen.
Sprechstunden sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an. Telefon 069 19 292. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Wallmann. Unsere Praxis ist zurzeit geschlossen. Sprechstunden sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst an. Telefon 069 19 292. Nummer 14. Hallo Karl, ich bin es, Nina. Vergiss nicht, wir sind heute Abend bei Petra und Klaus eingeladen. Um 20 Uhr. Tschüss! Hey. Hallo Karl, ich bin es, Nina. Vergiss nicht, wir sind heute Abend bei Petra und Klaus eingeladen. Um 20 Uhr. Tschüss! Nummer 15. Hallo ihr Lieben, hier ist Anna. Meine Spülmaschine ist kaputt. Was soll ich jetzt tun? Kommt ihr bitte mal? Vielleicht heute Nachmittag? Ich bin zu Hause. Hallo ihr Lieben, hier ist Anna. Meine Spülmaschine ist kaputt. Was soll ich jetzt tun? Kommt ihr bitte mal? Vielleicht heute Nachmittag? Ich bin zu Hause. Wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, drückt auf Abonnieren und auf die Glocke.